Fast 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in dessen Verlauf die militärischen Überlieferungen vieler Generationen in Deutschland unglaubwürdig geworden waren, übergab Bundespräsident Lübcke die erste Truppenfahne an das Wachbataillon in Bonn. Seine Worte an die Soldaten waren ein Stück politischer Erziehung. Bleiben Sie sich bewusst, dass das Symbol allein keine Tradition schafft. Unser deutsches Volk hat die bittere und schmerzliche Erfahrung machen müssen, dass unter Missbrauch der Symbole echte Tradition verfälscht und herabgewürdigt wurde, dazu dem Unrecht und der Gewaltherrschaft zu dienen. Tradition erschöpft sich nicht in Äußerlichkeiten und Symbolen, sie bleibt unfruchtbar, wenn sie nicht getragen wird von echtem staatsbürgerlichem Verantwortungsbewusstsein und von dem Willen, die sittlichen Grunderfahrungen der Menschheit zu wahren und weiter zu vermitteln. Mit der Überreichung der ersten von 520 Truppenfahnen entsprach der Bundespräsident einem lang gehegten Wunsch der Bundeswehr, endlich unter jenem bunten Tuch marschieren zu dürfen, das über allen Armeen der Welt zu wehen pflegt. Die Fahne als Symbol eines überhitzten Patriotismus heutzutage noch zu bekämpfen, ist hoffentlich überflüssig geworden.